Dann ist Herr Thiele dran. Eine Frage an Herrn Scholz. Wir wissen jetzt, wann Sie sich entschieden haben, aber wann haben Sie es denn wie vor allem der Parteispitze mitgeteilt? Da gibt es ja doch diverse unterschiedliche Varianten darüber, wann Sie die drei Interimschefs wie und mit welchen Worten informiert haben. Können Sie da mal aufklären, bitte? Nein. Warum nicht? Ich habe mein ganzes Leben, und ich bin ja schon etwas über 60, mich dadurch ausgezeichnet, dass ich anders als viele andere in diesem Betrieb niemals aus vertraulichen und internen Gesprächen spreche. Auch nicht, wann und wie sie stattgefunden haben. Darüber hat es von mir noch nie Auskünfte gegeben. Viele von Ihnen kennen mich ja auch aus den hier in Berlin ganz beliebten Hintergrundgesprächen. Und da weiß jeder in diesem Saal, ich habe noch nie über einen anderen Sozialdemokraten auch außerhalb der Öffentlichkeit schlecht geredet. Und ich will mit all diesen Praktiken, alles auszuplaudern, was man vertraulich miteinander spricht, was ich schlecht finde, die will ich nicht machen und ich will damit auch nicht anfangen und ich will auch nicht diese Art und Weise des Übereinanderredens akzeptieren. Ich halte das für unerträglich und ich beteilige mich an solchen Sachen nicht. Aber kann ich daraus schließen, dass es das Gespräch gegeben hat, aus dem Sie, weil Sie wollen ja nicht daraus berichten. Also hat es das Gespräch dann gegeben oder nicht? Ich glaube, das ist jetzt eine Form von Topfschlagen, die man lieber den Kinderspielen überlassen sollte. Wir nennen das Fragen stellen. Ja, das ist ja okay, aber ich sage nochmal, wenn ich der Meinung bin, dass man nicht reden soll über all diese Dinge, dann tut man es auch nicht. Aber hat denn der Spiegel recht oder hat Herr Schäfer-Gümbel recht? Wir sollten einfach aufgeben. Nein. Doch. Werde ich nicht. Also ist ja, ja eine ist okay. Frage, die steht im Raum und Sie sind einer von den ganz wenigen, die zur Aufklärung beitragen können. Aber ich bin einer, der noch nie aus irgendwelchen Sachen und über irgendwelche Sachen geredet hat, die zur Vertraulichkeit gehören und ich fange damit nicht an. Um die Vertraulichkeit wahren zu können, dann die Frage anders formuliert. Haben Sie am Montagmorgen, ohne über den Inhalt zu reden, mit den drei Interimschefs telefoniert, ja oder nein? Ich habe die Frage ja schon beantwortet, was ich sagen will oder nicht, aber klar, seit Montag wissen alle Bescheid. Herr Scholz, Ihnen wird der Satz auch zugeschrieben, Sie seien bereit zu kandidieren, wenn ihr wollt. Dazu noch mal nachgefragt, ohne den Wortlaut nun bestätigen zu müssen oder nicht, aber der insinuiert ja auch dieser Satz, dass Sie den drei an der Parteispitze die Möglichkeit zum Widerspruch oder zur Bestätigung gegeben haben. Gab es einen solchen Moment, wo Sie um einen Ratschlag gebeten haben oder wo Sie den Raum für Widerspruch und Bestätigung geöffnet haben, den dreien, unter anderem Herrn Schäfer-Gümbel und Frau Schwesig? Und wie haben die drei darauf reagiert? Kam solche Bestätigung oder kam auch Widerspruch? Sie können sich sicher gut vorstellen, dass sich seitdem die drei kommissarischen Parteivorsitzenden ihre Aufgabe wahrnehmen, was sie übrigens sehr gut machen. Das sehen alle in der SPD so und ich bin wirklich beeindruckt von der Leistung, die die drei dort zeigen. Seitdem das der Fall ist, sprechen wir praktisch jeden Tag. Und das werden wir auch weiter tun. Und wir reden aber nicht drüber. Das ist auch in der SPD verabredet, dass es ein Verfahren gibt, in dem alle Teams die gleichen Chancen haben und in dem das Willy Brandt-Haus auch dafür Sorge trägt, dass es so ist. Und demzufolge ist mir das auch ganz wichtig. Aber noch einmal nachgefragt, Entschuldigung, Herr Scholz, der Satz insinuiert, dass Sie es von der Bestätigung abhängig machen, Ihre Kandidatur. Also dass Sie eben nicht nach vorne gehen und es mitteilen, sondern dass Sie es von der Bestätigung der Parteispitze abhängig machen, von der Zustimmung, ob Sie überhaupt antreten. Gab es einen solchen Moment? Gute Führung setzt Vertrauen und Vertraulichkeit voraus. Ich halte mich dran. Herr Fried.